Freunde, kurze Info, was euch heute erwartet, denn ich habe den Ton verkackt und das ganze Intro hört sich so an. So Leute, wir haben uns heute hier versammelt in einer Leichtathletik-Halle. Jedenfalls versuchen Lars und ich heute die Zeiten im 100-Meter-Sprint von Matthew, Keswick und Krappi zu unterbieten bzw. zu schlagen. Ob wir es schaffen werden, seht selbst. An dieser Stelle auch nochmal Props für diese Idee mit den YouTube-Rekorden. Echt ziemlich geil. Der Lukas und der Lars, die sind damals bei mir im Sportunterricht schon die 100 Meter in unter 8 Sekunden gelaufen. Das wird heute kein Problem für die, das sage ich euch. Damals in der Pause habe ich sie immer zum Bier holen geschickt. Weltrekord! Ja, also die Jungs, die wurden bereit geboren, sage ich da immer. Die sind aus ihren Müttern schon mit einem doppelten Flickfleck-Overdeck rausgekommen und standen dann wie eine Eins. So. Ich habe da keinen Zweifel. Das sind ganz klar die Besten in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Wenn nicht sogar in ganz Düsseldorf. Ich muss jetzt aber mal wieder zu meiner Frau Hildegard. Essen ist immer noch nicht fertig, so. Auf die Plätze! Fertig! Los! Ich hab dir die Zeit, ich guck mal, ob es scharf stellt. Oh shit, Alter. Krass vorgelegt. Was? 11,86. Props, Digga. Brauchst du was zu trinken? Geht's dir noch gut? Mir geht's noch gut, Alter. Fuck, Alter. Leute, jetzt muss ich noch nachziehen. Das ist echt eine krasse Marke. Ich kann gerade gar nichts sagen, Alter. Er kann einfach nicht reden. Das war wirklich anstrengend. Viel zu kaputt. Fühlt mein Herz. Hier. Oh. Auf die Plätze! Fertig! Los! Das sagt die Zeit, warte. 100 Meter laufen ist Küchen. Und jetzt? Oh. Scheiße. Ach, fuck, Alter. Aber du bist auch viel schneller. Ja, Junge, guck mal, wie dünn ich bin, Alter. Ich bin aerodynamisch. Ja, stimmt, ey. Da hätten auch eine Lukas vs. Lars-Folge rausmachen. Wir haben es aber easy geschafft. Ja. Right. Aber wir sind auch Sportler, Junge. Everyday Training. Ey. Leute, damals Deutsche Sporthochschule Köln, als ich mich beworben habe. Da war ich noch 11. 17, glaube ich, 17 Jahre. Bin ich noch 11,8 gelaufen. Und jetzt mit 21 zu lang irgendwo. Ihr kennt das, nur noch Gym gehen, kein Sprint. Aber passt die Zeit. So, Freunde, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück in die Hut. Jo! Jo! Ich bin sehr zufrieden, wie das heute abgelaufen ist. Ja, ich glaube, unser Sportlehrer Willi wird stolz auf uns sein. Oh. Ah! Ich habe mich auch schon einfach gut gefühlt heute. Ich bin aufgestanden und wusste, das wird mein Tag. Deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Sportart wir als nächstes so auseinandernehmen sollen. Diese Füchse nicht nur, ey. Ja, Leute. Ein bisschen schlecht habe ich mich heute gefühlt. Na, Spaß. Ich habe mich eigentlich auch ganz gut gefühlt. Ein bisschen
schnüpfrig, wenn man das so nennt. Es war ganz gut im Großen und Ganzen. Wir haben auch eine akzeptable Leistung abgeliefert. Okay. Von daher sag ich mal ciao. Da sag ich auch. Wir sehen uns die Tage. Haut rein. Tschüss.